Hallo ihr Lieben, und ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal wieder um eine Videorezension, und zwar die Bestimmung des Bösen von Julia Corbin. Kostet 9,99 Euro, ist erschienen im Diana Verlag und hat 414 Seiten. Ist ein Thriller, kein Psychothriller, ein ganz normaler Thriller. Und ja, es geht um die Ermittlerin Alexis. Alexis hat in ihrer Vergangenheit das ein oder andere Trauma erlebt. Das wissen wir auch gleich von Anfang an. Der Fall geht los, indem sie in einer Moorlandschaft zwei Leichen entdeckt, zwei Frauenleichen, die sich umarmen. Und Halswunden haben und schon ziemlich verwest sind und von Krabbeltieren und Maden bevölkert sind. Die beste Freundin von Alexis ist Biologin, und die hilft der Polizei immer mal so bei Ermittlungen, indem sie eben die Tiere analysiert. Ja, soweit so gut. Also man ermittelt eben bei diesen grausamen Mordfällen. Man hat erstmal keine Ahnung, wer der Mörder ist, und Alexis natürlich schon dreimal nicht, die Leitung in diesem Fall eben übernimmt. Und ja, der Mörder mordet kräftig weiter, mordet munter weiter, und es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass diese Mordfälle irgendwas mit Alexis Vergangenheit zu tun haben könnten. Ja, auch von Alexis ihrer Vergangenheit erfahren wir so nach und nach immer mehr in einem zweiten Handlungsstrang. Was sie genau erlebt hat und wie sie es genau erlebt hat, das müsst ihr selber lesen, weil ich fand gerade diesen Handlungsstrang sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Also das ist dann immer so aufgebaut nach den Kapiteln, dass man so liest 26 Jahre zuvor. Man weiß ziemlich am Anfang, dass Alexis adoptiert wurde, auf jeden Fall. Und so im Alter von circa 6, 7 Jahren. Aber was sie in diesen Zeiten von ihrem ersten Lebensjahr an erlebt hat, das zieht sich so wie so ein roter Faden durch das Buch durch und wird nach und nach eben aufgeklärt. Und das sollt ihr natürlich selber lesen, weil das ist nämlich so meiner Meinung nach das Spannendste an dem ganzen Fall. Vor allem, wie das dann sich verwickelt. Ja, im Endeffekt haben wir hier so einen ganz normalen Thriller, so à la Tatort. Man hat den Fall, man hat den Mordfall. Es wird ermittelt von einer sehr sympathischen Ermittlerin, wie ich sagen muss. Also mir hat Alexis sehr gut gefallen. Vor allem ihre Moralvorstellung und ihr Ehrgeiz, und auch, dass sie sich selber immer in Frage stellt. Also sie war sehr sympathisch, meiner Meinung nach. Und auch ihre beste Freundin, die Karin, diese Biologin, die eben ganz ekelhaft diese Tiere da untersucht. Also ich fand die Protagonisten schon sehr sympathisch. Und auch diesen ganzen Werdegang. Also man ermittelt, dann switcht man mal zu den Opfern, was da gerade passiert. Denn die werden an so einer Metalldraht werden die so nach und nach erwürgt, was ziemlich eklig ist. Und das switchen wir auch dann immer mal. Also wir haben eigentlich im Endeffekt drei Handlungsstränge. Einmal die Gegenwart, wo eben ermittelt wird, und also ganz klassisch, und dann irgendwann hat man das Finale und die ganze Sache ist aufgeklärt. Wie in jedem anderen Thriller eben auch. Und wir haben den Handlungsstrang, den interessanteren meiner Meinung nach, was Alexis eben in ihrer Kindheit erlebt hat. Und wir haben dann noch diesen Handlungsstrang, aber der ist ganz selten, wie es den Opfern eben gerade jetzt in diesem Moment ergeht, während die Ermittlungen laufen. Ja, genau. Ist jetzt aber auch nicht schwer zu lesen. Die Kapitel, die haben eine angenehme Kürze. Der Schreibstil ist sehr, sehr flüssig. Also man kommt gut durch die Geschichte durch. Es ist auch spannend geschrieben. Was mir nicht so gefallen hat, war, aber das ist ein Problem eigentlich, das ich habe, ich stelle jetzt immer mehr fest, dass mir normale Thriller nicht mehr so gefallen.
ist einfach so, mir gefällt das Ermitteln nicht mehr so, weil ich habe einfach schon zu viele Thriller gelesen, wo man immer wieder dieses Mordfall, mehr oder weniger sympathische Ermittler, mehr oder weniger unsympathische Mörder, dann wird ermittelt und dann wird halt der Fall aufgeklärt. Ja, und diese Ermittlungen, ich habe mehr Gefallen entweder wirklich an so richtig blutrünstigen Horrorbüchern gefunden inzwischen oder eben an Psychothrillern, die eben wirklich an die Psyche gehen und wo die Geschichte, wo eben nicht so viel rum ermittelt wird, wo die Geschichten einfach, wo man das Gefühl hat, mal was Neues zu lesen, mal was anderes zu lesen. Aber das ist so mein Problem, was ich so mit diesem Buch hatte. Alles in allem hat mir die Geschichte wahnsinnig gut gefallen. Also mir hat die Aufklärung gefallen, mir hat Alexis gefallen. Also könnte auch vielleicht wieder eine Reihe werden. Also das ist jetzt, ich weiß gar nicht, Julia Corbin ist die große Neuentdeckung für Thriller-Fans. Also wird es wohl ein Debüt sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Von der Alexis könnten auf jeden Fall noch mehr Fälle kommen. Sie ist auch super sympathisch. Eventuell werde ich die Geschichte, die Reihe, wenn sie denn fortgeführt wird, auch weiter verfolgen. Ja, weil sie einfach sympathisch ist und weil sie eben auch so ihre Vergangenheit hat. Und ist auf jeden Fall, ist dieses Buch für alle Fans von Simon Beckett ein Muss. Die schon die David Hunter hieß der Ermittler damals, da ging es ja auch um Maden und den Zustand der Leiche anhand der Verwesung festzustellen. Wer also diese Simon Beckett-Reihe, also ich meine jetzt nicht die Einzelbände, sondern wirklich diese Reihe, total gefeiert hat, der kommt an diesem Buch auf jeden Fall nicht vorbei, weil ich habe mich gleich daran erinnert gefühlt. Und wie gesagt, die Protagonistin ist auch super sympathisch, also ich fand sie toll und wem Ermittlungsarbeiten nicht stören, wer gerne Thriller liest, der kommt an diesem Buch auf jeden Fall nicht vorbei. War spannend, war flüssig geschrieben, war schnell gelesen, hat mir super gut gefallen. Ja, verratet mir mal euren letzten Lieblings-Thriller oder den letztgelesenen Thriller, den ihr richtig gut fandet. Das würde mich mal interessieren, weil ich lese sowas total gerne. Und gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch die Rezension gefallen hat. Und abonniert mich auch gerne fleißig. Ich wünsche euch super spannende, aufregende Seiten. Lest was Schönes und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!